Gott und Hallo und so. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist heute Mittwoch, ich glaube gefühlte 32 Grad. Bin mal gespannt, der Sommer hält noch an. Mitten im August und vielleicht geht es bitte im September. Wer weiß, dass es noch länger andauert bei der Klimaerwärmung, wie sie immer so sagen. Dass das schöne Wetter wegen anhält, vielleicht bis September, Oktober dann noch schön heizen können, schön Wetter zum Fahren ist. Ja. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bekannten, statt noch schnell was abholen. Da habe ich gedacht, auf Spaß und Freude nehme ich euch mal mit und wir machen ein kleines Video, wir alle zusammen zum Zugucken und hoffentlich gefällt es und ja. Schauen wir, was da heute so los ist. Was ich noch anmerken wollte, es ist zwar nur eine kurze Strecke, ne? Aber safety first, also ich fahre eigentlich so gut wie es geht mit Schutzkleidung an. Ich habe hier eine Kevlarhose, Handschuhe und so ein Protektorenhemd vom Polo. Das ist eigentlich ganz angenehm, wenn die Temperaturen nicht immer Der Xi-Kombi habe ich noch daheim, die ist sehr warm. Da kommt so luftiges Wasser gerade angenehm. Ne? Das passt dann zu schöner zum Tragen bei den heißen Temperaturen. Gerade so heiß ist wie die Tagsäule. Schutzausrüstung macht auf alle Fälle Sinn. Weil es für einen wie eine zweite Haut ist. Und ein Auto hat zwar eine Knautschzone, ne? Aber wenn euch einer runterfährt, dann müsst ihr gar nicht mal selber so sein. Geht schlecht einsichtig in die Straßen rum, einer übersieht euch, sie schert raus, ihr könnt es nochmal bremsen und puff, hängt es ihm drauf. Und da ist halt die Protektoren, die Schutzausrüstung, erste Hand, weil klar kann man sagen, ja, da passiert schon nichts und so, aber lass irgendwas passieren. Und dann ist man doch froh, wenn man zwischen der Haut und der Straße doch noch eine zweite Schicht hat, nur Protektoren, ist auch schockabsorbend. Und ich muss sagen, das Hemd fällt so luftig. Klar, T-Shirt wäre jetzt natürlich noch luftiger. Aber da denken wir mal, safety first, aber muss ich das für sich selber klar haben und entscheiden. Soll ja auch jeder so Spaß haben, wie er sich gerade denkt. Ich kann ja auch mal, wenn es erwünscht ist, von meiner Kombi bzw. Schutzausrüstung ein Video hochladen. Stelle ich euch ein bisschen was zusammen, was ich so daheim rumliegen habe. Und dann kann ja jeder sehen, was macht Sinn, was ist für mich nicht so gut oder was der ein oder andere vielleicht gerne haben möchte. Weil Paul und Louis, die verdienen halt ein Schweinegeld dann. Ne? Aber dafür liefern sie halt auch gutes Zubehör und ja, macht Sinn. Wenn sich da mal reinschaut, das ein oder andere Schnäppchen vielleicht, wenn dabei ist, was ich leisten kann, weil das von Preiswerten bis zur High-Class-Ausrüstung ewig teuer alles vertreten. Und ich denke, da wird jeder fündig für seine Bedürfnisse und was er braucht. Ja, macht Sinn, da kann man sich schön umgucken halt. Ne? Eines muss ich Yamaha wirklich zugute halten, also Shoutout an Yamaha. Bis jetzt habe ich 25.800 runter und noch kein einziges Mal liegen geblieben. Wirklich top zuverlässig. Ist zwar ein wenig teurer, muss ich mit dazu eingestehen. YZF ist baut fast identisch vom Motor. Und die machen wirklich gute Motoren für ihr Geld. Wobei ich ehrlich gesagt auch ein bisschen mit der Duke 125, mit der 2017er Version liebäugel. Weil die Shoutout mit dem Wespen-Lichtmaskenteil so derbe aggressiv aus. Finde ich es ganz lieb und weil ich ja eh bloß 125er fahre, wäre das vielleicht nächstes Mal im Rausschau. Bereich, da wo man gut gucken könnte.
Nee, den Ausweis sozusagen. Kurz zu mir noch, ich bin Raucher. Falls das wen interessiert, bin auch fest angestellt bei einer Firma. Gehe 38,5 Stunden die Woche arbeiten. Kennt wahrscheinlich jeder, der wo eine Ausbildung macht oder im Büro steckt. Bei dem schönen Wetter, wenn die Hitze draußen, die Sonne am Runterbrennen ist, gibt es Schöneres, aber irgendwo muss das Geld herkommen. Ne? Also von allein tut sich der 3er BMW irgendwie, oder wenn man mal ein Auto fährt oder ein Moped auch, lässt sich das nicht so finanzieren. Ne? Ja, muss man schon was machen dann. Ja, noch so. Wochenende fahre ich gerne in die Fränkische Schweiz. Ich bin da oft mal unterwegs, oder Gräfenberg auch runter. Gibt es ein paar schöne Strecken. Da ziehe ich es mir mal hin, wenn ich mal Bock habe auf einen Tag Tour fahren. Und ja, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wo sie überall herkommt, wo ihr Hotspot habt, was ihr gern fahrt. Vielleicht nur den Ort oder die Kilometerangabe dazu. Würde mich mal interessieren, wo sie alle herkommt und was da alles für geile Strecken da draußen am Schummel sind. Ich kenne nur die Nürnberger Nähe Umgebung, weil mit der 125er der große Trip in die Alpen macht halt vielleicht jetzt nicht so gerade den großen Sinn. Also auch wegen der dünnen Luft, der am Schnaufen ist. Aber gerade bei so einem Wetter, wenn man eine herrliche Strecke vor sich hat, da freut man sich richtig drauf und denkt sich, ja, rauf aufs Bike und ab dafür. Da macht es auch richtig Spaß. Und deswegen, jetzt haben wir Mitte August. Schauen wir, wie lange der Sommer noch bleibt. Und vielleicht wird der September, Oktober, November auch vielleicht ein wenig wärmer, dass man da das ein oder andere Türchen noch drehen kann. Wenn die Temperaturen da ist. Ja. Stromsau am Andüsen gefährlich. Stromsau-Crash voraus. Fußgänger auf der Fahrbahn kreuzen. Ja. Naja, ich wünsche euch alle für einen schönen Abend. Habt eine gute Zeit. Ich klinge mir jetzt mal wieder raus. Und aus die Maus. Jetzt ist aus. Schönen Feierabend euch. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.